Heute geht es um die latente Wärme oder eben um die verborgene Wärme. Ich zeige das wieder am Beispiel des Garnotors. Der Garnotor besteht aus einem geschlossenen Zylinder, der durch einen Trennkolben in zwei Teile eingeteilt ist. Der Garnotor besitzt einen Wärmeanschluss und einen Hydraulikanschluss. Beim Wärmeanschluss können wir zum Beispiel die Entropiestromstärke messen und beim Hydraulikanschluss die Volumenstromstärke. Das heißt, die eingeschlossene Menge wird charakterisiert durch die mengenartigen Größen Entropie und Volumen. Und zu jeder der beiden mengenartigen Größen gibt es ein konjugiertes Potential, also zur Entropie die Temperatur und zum Volumen der Druck. Das Volumen kann man sich gut vorstellen. Die Entropie auch, wenn man weiß, dass das, was wir als Wärme ansehen in der Umgangssprache, nichts anderes ist als die Entropie. Und jetzt können wir mit Hilfe der absoluten Temperatur dem Entropiestrom einen Energiestrom zuordnen und dem Volumenstrom einen mechanischen Energiestrom über den Druck. Dann können wir den ersten Hauptsatz oder eben die Energiebilanz formulieren, da den thermischen Energiestrom ersetzen und da den hydraulischen Energiestrom ersetzen. Dann können wir noch Reversibilität annehmen, dann ist IS gleich S Punkt und wir können Inkompressibilität annehmen, dann ist IV gleich V Punkt der Flüssigkeit, also hier drin. Das ist aber minus V Punkt auf der anderen Seite. Die beiden Volumenänderungsraten zusammengezählt sind 0, weil das Gesamtvolumen ja konstant bleibt. Wenn man das einsetzt, wie gesagt, dann bekommt man eine Fundamentalbeziehung mit der Energie, der Entropie und dem Volumen. Das heißt, die Energie ist eine Funktion von Entropie und Volumen. Wenn man jetzt noch mit dem Zeitschritt multipliziert, bekommt man die klassische zeitunabhängige Darstellung, wobei man in der Systemphysik für Energie immer W schreibt. In der klassischen Darstellung schreibt man für innere Energie U, für Wärme Q und für Arbeit dann W. Also wir verwenden nur einen Buchstaben für Energie. Direkt messbar sind jetzt Druck und Volumen auf der einen Seite und die Temperatur auf der anderen Seite. Nicht messbar, nicht unmittelbar messbar ist die Entropie. Nun habe ich letztes Mal gezeigt, wie sich die Entropie ändert, wenn man bei konstantem Volumen heizt, also isochor. Und heute zeige ich, wie sich die Entropie ändert, wenn man bei konstanter Temperatur komprimiert. Hier die Beschaltung des Garnotors. Wir haben also auf der einen Seite eine Hydraulikpumpe, mit der wir das Volumen verkleinern und vergrößern können des Stoffs. Auf der anderen Seite haben wir einen thermischen Bypass. Das heißt, wir haben hier thermische Supraleitung, so dass die Temperatur überall gleich der gegebenen Temperatur der Umgebung ist. Jetzt können wir sagen, Isotherm heißt eben, die Temperatur wird künstlich konstant gehalten durch unkontrollierten Wärmeaustausch und dann ist der Druck des Stoffs nur noch eine Funktion des Volumens. Im reversiblen Fall ist der Entropiestrom, die Stärke des Entropiestroms gleich der Entropieänderungsrate und nun definieren wir Entropieänderung gleich eine Größe, die nennen wir Latentwärme oder latente Entropie mal die Volumenänderung. Dann können wir diese Beziehung mit dieser Definition da einsetzen und erhalten dann eine Funktion oder einen Zusammenhang zwischen der Energieänderung und der Volumenänderung. Jetzt beim idealen Gas. Da ist die Energie nur noch eine Funktion der Temperatur, das heißt, komprimiertes Gas enthält genau gleich viel Energie wie dekomprimiertes Gas bei gleicher Temperatur. Das ist gar nicht so einfach, sich das vorzustellen. Und als zweite Beziehung haben wir dann noch das universelle Gasgesetz oder die thermische Zustandsgleichung des idealen Gases. Jetzt können wir sagen, dass wenn sich die Temperatur nicht ändert, dann muss diese Änderungsrate 0 sein, weil ja die Energie keine Funktion ist des Volumens. Das heißt, die rechte Seite ist dann 0
Isotherm und ideales Gas und die linke Seite muss dann zwangsweise auch 0 sein, wobei V-Punkt die freie Variable ist, also muss die Klammer gleich 0 sein. Dann können wir nach Lambda S, also nach der Latentwärme auflösen, bekommen dann das Verhältnis P durch T und dann können wir zum Beispiel T ersetzen mit Hilfe dieser universellen Gasgleichung und bekommen dann für diese Latentwärme oder latente Entropie N mal R dividiert durch V. Das setzen wir dann wieder hier ein und können dann sagen, S Punkt ist gleich Stoffmenge mal universelle Gaskonstante durch Volumen mal Volumenänderungsrate. Und das können wir jetzt über die Zeit integrieren oder hier eine Variablentransformation machen, indem wir hier mit dem Zeitschritt multiplizieren. Dann bekommen wir da dV, da können wir integrierend bekommen. Die Entropieänderung ist gleich N mal R mal, also Stoffmenge mal universelle Gaskonstante mal der ln des Volumenverhältnisses. Das heißt, je größer das Volumen, umso größer ist die Entropie bei konstanter Temperatur. Und das nennt man jetzt latente Wärme oder latente Entropie, weil ja die Temperatur sich nicht ändert. Und dennoch, wenn wir also hier komprimieren, dann drücken wir das Gas zusammen und es kommt hier Wärme raus, also es kommt thermische Energie raus und es kommt Entropie raus. Und das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass eben die Entropie abnimmt. Das ist ja ein reversibler Prozess. Und das ist auch quasi ein Zeichen dafür, dass eben auch in diesem Fall bei der latenten Entropie Entropie von uns als Wärme gesehen wird. Man muss da nur die Wärme rausdrücken, also man muss die Entropie einfach rausdrücken.